Wir haben mal wieder mit dem neuen Bastelkit von Stempelmühle gebastelt. Ihr seht schon, was man daraus machen kann. Bleibt dran, viel Spaß. Wir zeigen euch jetzt erstmal, was in dem neuen Stempelmühle Bastelkit drin ist für diesen Monat. Da sind wunderschöne Stanzen, also ist wieder ein komplettes Set, was man sich so basteln kann. Ich habe jetzt hier solche Bordüren, da kann man so Herzchen ausstanzen, die man nachher so ein bisschen hochklappen kann. Hier sind noch ein paar kleine Sachen mit bei, so ein Teddy. Und ich habe auch schon mal ausgestanzt, solche kleinen Schleifen sind damit drin. Der Teddy sieht dann so aus, ich habe das einfach mal ausgestanzt, um mal zu gucken, wie es aussieht. Die beiden sind damit drin, dann ist da so eine Stanzschablone drin mit Herzen. Und eine Stanzschablone, eine kleine Box, oder eigentlich eine Tasche, mehr oder weniger eine Tasche als Box, die man dann hier oben mit Bändern zusammenbinden kann. Und dann sind hier noch so kleine Sachen, die man da dann noch mit ranbaumeln kann, zusätzlich zum kleinen Teddy oder der Schleife, die man halt nutzen kann. Und dann haben wir noch Papier mit drin, das ist ja jedes Mal, dass wir gleich loslegen können. Wir haben dann jetzt hier so verschiedene Blätter, damit man diese Boxen gleich basteln kann. In verschiedenen Ausführungen. Herzchen für Valentinstag schon. Oh. Und die sind. Oh. Und ich werde jetzt damit mal anfangen zu basteln. Ich stanze mir dann diese Box erstmal aus und muss mal gucken, was man damit alles so schön machen kann. Ich habe dann jetzt erstmal so eine, naja, Box ist es ja nicht, eine Tasche ausgestanzt. Jetzt sieht man hier natürlich nicht so viel. Deswegen habe ich das nochmal mit, also aus ganz einfarbigem Papier ausgestanzt und gleichzeitig auch diese Bordüre, die hier mit drin ist, die man dann so ein bisschen hochklappen kann, die Herzchen, die habe ich da auch mit reingesetzt. Und dann sieht es so aus. Also das ist die Box oder Tasche an sich und diese kleine, also wir haben ja im Set die große und die kleine passt genau hier einmal quer rüber. Ich lege das jetzt mal von unten hin, damit man das sieht, dass das genau von hier nach da passt. So habe ich das aufgelegt, halt nur andersrum. Und dann sieht das so aus, dass man die so hochklappen kann. Ist auch nicht schlecht. So, und jetzt kann man dann die Box praktisch knicken. Da sind ja überall diese Falzlinien jetzt vorgegeben. Einmal nach hinten, dann jetzt hier nach vorne. Diese muss man hier so ein bisschen nach innen knicken. Die hier natürlich nach hinten, weil das ja der Boden wird und die Klebefläche ist, genau. So, dann hier wieder nach hinten, dann hat man hier das, wo die Tasche sich so zusammenknicken lässt. Hier wieder nach innen knicken, dieses nach innen, damit wir wieder die Tasche so haben. Hier wieder nach vorne. Also diese Dinger hier, die knicken sich ja fast von alleine, die kleinen hier, dass sich das so einbiegen lässt und hier nochmal nach hinten. Und dann haben wir eigentlich die ganze Tasche schon fertig. Haben wir das alles schon so geknickt, dass das passt. So, jetzt müssen wir das hier unten zusammenkleben und hier eben mal zusammenkleben. Dafür habe ich mir das einfach so mittig hingelegt. Dass die andere Seite passt dann nämlich genau drauf. Und dann kommt da einfach Kleber drauf. Auf die Klebelasche, die wir hier haben. Und das muss man jetzt wirklich gut trocknen lassen. Also da muss man jetzt paar Minuten warten. Mir ist sonst die Tasche schon ein paar Mal wieder aufgegangen, wenn du das jetzt unten dann einfach klebst. Also hier ruhig geduldig sein und richtig fest werden lassen. Da müssen wir jetzt kurz warten. Und wenn das jetzt hier richtig fest ist, dann können wir hier die Innenlaschen einklappen, also die kleinen Laschen. Die große Lasche, auch hier gar nicht richtig geknickt. Große Lasche und dann wird das hier bloß so zusammengeklebt. Jetzt müssen wir hier ein bisschen Kleber auf diese Kleinen hier drauf machen. Das hier eigentlich nicht. Und auf diese hier nochmal, damit das zusammenklebt. So, dann kann man das einfach zusammendrücken, hinstellen und festdrücken. Und dann hat man jetzt so kleine Taschen. Die Taschen gibt es woanders mit Henkel oder so. Hier haben wir jetzt, wo wir ein Band durchziehen können. Jetzt kann man hier auch noch ein Herz reinstanzen. Wir haben ja noch dieses Herz hier. Da habe ich gedacht, oh, das stanze ich mir jetzt mal aus. Und dann kann man das hier draufkleben. Nee, ist ja weg denn. Ist nicht.
Ist nicht. Das ist nur so zum Löcher reinstanzen. Also du könntest jetzt die Löcher da reinstanzen. Wollte ich jetzt aber nicht. Nee. Hab's jetzt mal ausprobiert, kann man so machen. Ja. Das wäre jetzt das Herz. Dann haben wir ja noch eine Bordüre mit dabei. Diese Herzchen hier, die habe ich auch ausgestanzt. Habe ich hier mal, also du hast ja dann eine ganz lange Bordüre. Dann habe ich das einfach an diesem Herz hier einfach abgeschnitten. Und dann hast du zwei solche Stückchen, wo ich mein Zwetet jetzt wieder hingebasselt hier. Dann hat man zwei so eine Stückchen, die man sich hier drauf kleben kann. Und habe mir gedacht, das klebe ich jetzt einfach hier auch noch mit drauf. Ja. Und dann ist das gut. Ein bisschen Kleber drauf andrücken. So, dann hat man solche Herzchen da drauf. Wenn man jetzt, hier habe ich es eben mal ausgestanzt, da hatte ich es doch ausprobiert und habe jetzt einfach ein bisschen rotes Papier dann hintergeklebt, weil hier konnte man das jetzt schön sehen mit dem Herz, so geht das auch zu machen. Und hier habe ich einfach das so gelassen, ohne irgendwas. So sieht man jetzt mal die verschiedenen Möglichkeiten, die man hat. Ja. Also, ist schon eine coole Sache, eine kleine Box für mal so zwischendurch, wie wir immer brauchen für unsere Postboten und die Medikamente bringen und sowas, da brauchen wir immer solche Dinger. Kleine Geschenke erhalten die Freunde. Genau, die freuen sich immer alle. Wir haben ja dann auch noch die Stanze dabei mit dieser ganz kleinen Schleife, die kann man sich dann hier auch noch mit draufsetzen, wenn man will, muss man nicht. Kann man hier noch so eine kleine Schleife mit reinmachen. Dann haben wir noch die ganzen Anhänger, die man sich ausstanzen kann aus verschiedenen Farben. Man hat ja immer irgendwas rumliegen. Und wir haben noch den kleinen Teddy. Den habe ich hier auch mal aus verschiedenen Restern so ausgestanzt gehabt. Was man noch so rumliegen hat, da kann man dann einfach mal so eine kleine Sachen hier ausstanzen. Das wäre diese kleine Stanzform, die damit bei ist. So, und jetzt kann man das mit einem Band zusammenbinden. Jetzt braucht dazu natürlich ein Band, was da wieder passt. Das ist immer die Sache. Du hast ganz viel Kram, aber nicht das, was passt. So, und dann kann man jetzt hier diese Fähnchen oder was das sein sollen, Banner hier mit rauffädeln auf dem Band. Dann hier durch die Löcher durchfädeln. Ich habe das immer so gemacht, dass ich vorne angefangen habe. Dann hinten nochmal rum und hier wieder durch. Muss man aber nicht machen, man kann auch Henkel machen. Man kann auch Henkelchen machen, ja. Aber das ist ja nicht für dich. Nee, ich wollte das jetzt so mit Schleifchen irgendwie. Ich hätte Henkel gemacht, sie macht das so. Theoretisch kann man ja immer noch Henkel machen, selbst wenn du das jetzt hier zusammengebunden hast, kannst du das ja immer noch so als Henkelchen. Genau, kann man so auch machen. Warte, warte, ich muss dir mal zeigen, so. Ja, selbst wenn du das jetzt hier zusammenbindest, kannst du das ja immer noch so als Henkel nehmen. Oder du bindest das eben so zusammen mit Schleifchen hier vorne. So willst du das. So wollte ich das eigentlich, ja, damit das zu ist. Dann mach das. So. Bevor du die Schleifen hier zumachst, musst du noch was einfüllen. Kleines Leckerli hier. Ja. Oh, ist das schön. Ist das süß. Rin. Ja, die passen alle drin. Ne? Na, nicht nur ihn. Sei nicht so geizig. So. Perfekt. Ja, theoretisch passt noch ein Drittel. Ja, der macht noch ein Drittel. Ist ja nicht wie bei armen Leuten. Ja, sind halt bloß kleine Dinger, ja. Muss man halt gucken. Oh, Weihnachten mache ich jetzt nicht unbedingt dran. Nein. Da geht es überall eins. Jo. Die sind für mich. Sind die einzigen, die für mich überbleiben. Oh, du Arme. Ja. Und jetzt kann man dann einfach eine Schleife binden. Einfach ist immer ganz gut. Mit so einem Paket hier ist das mal ja nicht so einfach, eine Schleife zu binden. Erstmal mal das hier zumachen, richtig. Zu. Und jetzt dann ein schönes Schleifchen. Das ist ja nicht so einfach, ein schönes Schleifchen zu machen. Und da geht der Bodrapra ja nicht zu nehmen jetzt hier, weil kann man ja nicht drin liegen. So, jetzt haben wir hier ein Schleifchen. Ja.
So, Schleife. Sieht auch nicht schlecht aus mit Schleife. Ja, und hier können wir jetzt überlegen, ob man eine Tasche macht. Aber ich habe mir gedacht, wenn wir die jetzt irgendwie verschenken, die Dinger, dann fällt es raus. Ja, macht. Wir haben gezeigt, dass man noch Henkel machen kann. Ja. Und dann ist es jedem jetzt überlassen, was er macht. Genau. Wir haben die einzelnen Varianten gezeigt und das muss reichen. Und wer noch Fragen hat, kann dich ja anschreiben. Da bist du strikt, ja. Ja. So, und hier auf diese Teile kann man ja noch was drauf stempeln oder schreiben oder. Frohe Ostern. Wenn wir jetzt bloß eine kleine Tasche haben, dann brauchen wir auch bloß kleine Schleifen. Ne? Ja. So. Kleine Schleifchen. Kann man das hier wieder abschneiden und eine Schere finden. Perfekt. Ist schon niedlich, was man hier so basteln kann. Man kann ja wirklich spielen mit den Tüten. Also das gibt ja so viele Möglichkeiten, die man jetzt hier ausnutzen kann. Ihr könnt mit Papieren spielen und mit Stempeln und was das alles so gibt. Ich habe jetzt nur das genutzt, was hier im Set drin ist, außer die Bänder, die sind ja leider nicht drin. Aber ein Band hat jeder zu Hause. Man kann auch zur Not aus dem Papier sich Henkel schneiden, so eine Runde oder Viereckige und dann ankleben von innen. Die kann man auch. Aber das ist jetzt nicht der Sinn und Zweck der Sache gewesen, das zu zeigen. Nee, eigentlich sind das nur die Beutel. Ja. Das ist ja nicht so einfach, Schleifchen hinzukriegen. Naja, so. Das doch schon. So, das hier wieder runter. Also Leute, ich finde, das ist eine süße kleine Tasche, die man für viele Sachen nutzen kann. Ist ein niedliches Set, wo viele Sachen drin sind, die man auch für andere Teile so benutzen kann, für Karten und was weiß ich. Kann man auch für Schmuck benutzen. Zum Schmuck verschenken. Hm. Hey, du kommst jetzt wieder auf Ideen, ja. Die Taschen und Schmuck zu verschenken, genau. Ja, das ist klar. Also, ich verlinke euch, wo ihr das Set bekommen könnt, wie jeden Monat. Probiert's aus. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein. Denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und coolsten Sachen, die wir finden oder machen. Ist wieder ein kleines, süßes Set. Ja. Und brauchbar. Brauchbar, ja.